zu einem weiteren Vlog. Ihr seht es. Wir sind im Dorf, wie immer. Freunde. Heute Übernachtungsvlog. Wir wissen nicht, was passiert. Es ist offen. Es ist langsam Halloween. Es ist zu krass. Shop wird auch kommen, den nehmen wir mit rein. Also, sorry, Freunde. Ich würde mal sagen, bleibt dran, es wird spannend und liked und wir sehen uns. Wo sehen wir uns? Im Markt. Keine Ahnung. Vorne mega krass. Im Markt oder irgendwo anders. Mega krass, so eine Halloween-Sommerzeit bricht hier irgendwie an. Ja, ja, aber Halloween ist schon nice, dieses nee, das kann ich noch nicht sagen. Freunde, guckt einfach. Jetzt hier am Bahnhof und warten auf die Bahn Richtung. Freunde, wir fahren jetzt nach Sandsdorf. Mega krank, ey. Genau, Freunde. Freunde, ihr kennt ja bestimmt den Wald. Da wollten wir letztes Halloween schon lange. Machen wir jetzt in diesem Video dranbleiben. Falls wir gucken, nämlich wieder, ob die Wölfe noch da sind. Hier, Wölfe-Update, schreibt, das müssen wir in den Titel schreiben, dann ziehen wir wieder Klicks, dann locken nicht wir nur das, Freunde. Nicht nur das, Freunde. Erstmal, wir wissen nicht, ob das komplett, ob wir das komplett dunkel machen oder erst wenn, also wenn es schon so richtig dämmert und so, weil komplett dunkel, ja, mal gucken. Nee, also wir haben jetzt keine Equip, wir haben keine Taschenlampe, deswegen gehen wir, wenn es dämmert, rein. Auf jeden Fall, Freunde. Die Taschenlampen, also die Brille leisten es ja nicht. Ja, also kein Akku. Freunde, genau. Aber jetzt nochmal der Aufruf, abonniert diesen Kanal, denn abtaut nicht, das hat einen Grund, hört mir jetzt Hände zu, Freunde. Wir wollen monetarisiert werden. Ja, aber auch ab 1000, da kam mir nämlich schon wieder die Idee. Ab 1000 IAL Abonnenten, genau, IAL und stell dir mal vor, dieser Da durch den Wald, warte mal, chill mal. Das durch diesen Wald gehen wäre ja der perfekte IAL-Stream. Wenn ihr das Sachen Verein abonniert. Ja, wenn, und jetzt, mach mal, los. Jetzt kommt noch was Krasses. Wir werden in diesem Video etwas Krasses announcen. Und zwar, dass. Da werden wir auch irgendwann nochmal, weil wir einfach Content produzieren wollen, einen extra Banner-Journal machen, damit die Leute, die den Vlog jetzt gucken, exklusiver Content für euch. Sagt mir jetzt noch nicht announcen, sagt nur was wir announcen. Dorfbattle kommt die dritte Episode noch vor. Sogar Freunde, sehr bald jetzt noch das Wochenende die vor der Halloween-Woche, welches ist das? Nächstes Wochenende. Nee, vor nächstes, übernächstes Wochenende. Irgendwo dazwischen wird das kommen. Also von. Ich glaube, nächstes Wochenende ist der 16. Vom 16. bis zum 27. in dem Zeitraum kommt Dorfbattle Staffel 1, ja. Folge 3. Die vielleicht die es Entscheidung. Könnte sein, dass das Finale. Aber Freunde, wir werden später noch ganz entspannt announcen, was wir dafür. Denn das ist besonders. Wir werden das erklären. Wird das noch erklären. Aber Freunde, Halloween. Es wird schon nächste Woche sogar gedreht. Also es kommt dann ein bisschen später, aber wir drehen das da schon mal. Denn. Das ist ein Train. And it stops in station. Freunde, wir sehen uns in GAD. Maske auf, für mehr Sicherheit. Wir sind jetzt in GAD. Story des Jahrhunderts. Wir sind nach Kusanzow gefahren. Das ist nicht das Krasse. Wir kommen aus der Bahn, wir steigen aus, vor uns läuft einer. Es stinkt erstmal in die Hölle. Also es hat mega gestunken, wir gucken, der hat sich eingeschissen. Ohne Scheiß. Da hing eine Wurst. Da hing eine Wurst in der Hose. Wir schwören auf 1000 Euro, da hing eine Scheißwurst in der Hose. Der hat sich eingekackt vor uns. Der kommt da gleich raus, ne? Glaube ich. Freunde, wir sehen uns noch. Haben die alle nicht duschen? Sind wohl alle. Bis dann, Freunde. Der hat sich eingekackt. Ich weiß nicht, seht ihr auch mal weiter gut? Der hat sich original vor uns richtig jetzt in die Hose geschissen. Ja gut, nicht vor uns, aber Freunde. Nein, aber das hat richtig geschunken und wurde es braun. Das ist krass. Wir sehen uns. Ey, die Eier ist überschlagen. Da vorne, die Flasche kommt hier. Dorf Legends, guck dir das an. Ruvenmorb inklusive Vater kommt hier vor. Also der hat einen Ruvenmorb. Dieser Dad ist auch eigentlich so krass. Der hat so krass abgenommen, Freunde. Der hat mal aber, Tonnen gewogen. Aber die Flasche ist hier irgendwie gerade das Highlight. Guckt, also ja, guck die Flasche ist hier. Guck mal, der sitzt da so auf diesem Moped, so, und dreht diesen Dübel da vorne. Freunde, übrigens Dorf- und Übernachtungsvlog, nur damit das hier nochmal klar ist. Ja, Freunde.
Freunde, wir sind jetzt am Wald, jetzt, man sieht gar nichts. Wir sind jetzt am Waldeingang, Freunde. Ich stelle gleich die Cam nochmal vor euch, dann sieht man bis, vielleicht ein bisschen mit Nacht oder sowas. Wir gehen gleich rein. Freunde. Wir gehen schon mal ein bisschen. Alter, das ist so creepy. Es ist noch nicht completely dunkel. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, dass hier irgendwas Gruseliges passiert. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da drin sind. Sorry. Okay, Freunde, oh mein Gott. Wir sind hier gerade. Man sieht kaum noch was. Ja, füll mal rum. Hier. Ja, also da oben nur den Himmel noch ein bisschen. Es ist noch nicht komplett dunkel. Auf Boden. Hier, also wir sind im Wald, Freunde. Es ist ein bisschen creepy, aber es hält sich noch gerade in Grenzen. Freunde, es ist halt. Freunde, schreibt mal jetzt in die Kommentare, falls ihr mit F&L, schreibt Hashtag mit F&L in den Wald, dann nehmen wir euch mit. Freunde, das ist krass. Es wird jetzt langsam Halloween hier. Dann nehmen wir die aktiven Freunde mit in den Wald. Also wirklich, es wird hier langsam Gruselstimmung, Freunde. Wir müssen hier auch mit der Taschenlampe auf uns füllen, damit man uns auch sieht. Ja! Man sieht auch schon den Atem. Ich sehe nichts. Freunde, guck mal, ohne Lampe. Freunde, man sieht okay. Mein Gesicht. Okay, Freunde. Jetzt kommt eine Challenge. Wenn ihr, das ist uns krass, wenn ihr die 20 oder 5, sagen 15 Likes, dann gehen wir da rein. Nee. Dann gehen wir bei kompletter Nacht rein. Ja, dann gehen wir nachts um 3 in den Wald. Ja, nicht um 3, aber um 0 oder so. Nein, um 3. Komplett nachts. Wenn ihr die 20 Likes voll macht, dann bei 20 Likes gehen wir nachts um 3 in den Wald. Okay, Freunde, wir sehen uns später nochmal beim Postilon. Genau, oder wenn hier irgendwas Krasses abgeht oder so. Alter, wir sind jetzt gerade am... unsere Lampe ist jetzt nicht die hellste hier. Ja, man sieht uns ja, es erreicht ja. Also wir sitzen gerade auf einer Bank mitten im Wald, es wird immer dunkler. Es ist mega krass. Das raschelt hier manchmal so mega creepy. Man sieht also wirklich gar nichts. Ich verstehe gar nicht, also nicht gegen Apple jetzt, aber hier, wie kacke ist die Kamera, dass man nachts nicht sieht. Also gar nichts. Es ist ja noch nicht mal nachts. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr schon mal nachts im Wald wart. Also wir haben das jetzt ungefähr, glaube ich, kurz nach 7, aber es ist halt schon mega dunkel, Freunde. Lass mal auf jeden Fall ein Like da. Aber es ist halt Winterzeit, also es ist so richtig früh dunkel. Essen, ne? Freunde, wir sehen uns später nochmal. Jemand ist Ende. Freunde, wir sehen uns nochmal. Ja. Freunde. Ich sehe gerade gar nichts wegen dem Licht. Ich kann nicht, wenn es nicht. Ja, Freunde. Hier, man sieht uns so. Also, es ist mega dunkel und mega creepy. Es ist viel zu creepy. Jetzt ist es gerade wirklich viel zu dunkel. Nein, bleib hier nicht stehen, Arsch offen. Das ist viel zu creepy. Das ist eine Sau. Ja, red doch einfach, hä? Ja, aber ich will auch, dass man sieht. Ja, Freunde, dann halt es doch hoch. Dann sieht man ja nichts, weil das blendet. Guck, Freunde. Hier, siehst du unten, ja, dann halt es auf dich, wenn du redest. Ja, da sehe ich ja trotzdem nicht. Ja, aber ich sehe ja, hä? Ja, und ich bin ja nicht gut, du dumme Sau. Ja, ich kann dir ja sagen, wenn da was auf dem Weg ist. Alter. Freunde, hier ist so ein Tipp. So eine Höhle hinten, Alter. Freunde, so ein Tipp, wir gehen jetzt weiter. Drauf. Ja, man sieht es nicht. Lass da hingehen. Wahrscheinlich, wenn da irgendein... Ja, jetzt war Retalk, Freunde, das ist echt creepy. Ich hoffe, mein Akku hält noch. Hier. Man sieht's halt nicht. Man sieht's echt nicht. Ich auch, wenn ich mit tun? Nee, ich dreh mal Cam kurz. Freunde, wir sind jetzt hier fast kurz vorm Ende. Aber fast vorm Ausgang jetzt hier. Es ist dunkler als dunkel. Es ist richtig dunkel, film mal hier auf dem Boden. Junge, mach mal kurz Licht weg einmal. Guck, man sieht gar nichts, Freunde. Mach's jetzt hier an. Wir sind auch so sau hier des Sounds, aber nichts. Freunde, das Ding ist, wir wollten ja noch zu den Wölfen kurz was sagen. Ja, also anscheinend hier keine, also wir haben jetzt nichts gehört. Ich denke mal, die Chance ist auch mega gering, dass man das hier hört. Wir haben auch nicht gehört, aber dass sie weg sind. Also es kann trotzdem noch sein. Genau. Aber Freunde, sie sind scheinbar nicht hier gerade. Das ist auch gut so. Es ist zwar ein bisschen creepy jetzt hier, aber es ist nicht so mega creepy. Freunde, liked auch mal, wenn wir irgendwann mal auf diesen Friedhof gehen sollen, abends. Oder ich so. Weiß nicht, ob der abgeriegelt wird. Obwohl, ich glaube, das ist auch ein bisschen Disrespect. Nee, lass das nicht machen. Nee, das machen wir nicht. Freunde, was immer mega weird in diesem Wald, es sind so sau viele Bauten, irgendwie so Tippies und Zelte. Ja. Und hier schon wieder irgendwie. Vor allen Dingen, das Ding ist, das sieht ja halt so aus, als würde da gefühlt wer drin leben, Alter. Ja gut, Freunde, wir sehen uns, wenn wir draußen sind. Im Endeffekt war das jetzt easy. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns nachher nochmal im Dorf. Besser gesagt im Penny. Bis dann, Freunde. Tschüss. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg.
Freunde, wir sind back. Wir waren beim Markt. Kochen mit Felix und Leonard. Ja, also kochen ist hier, glaube ich, heute viel am Platz. Und zwar Tiefkühlwaren aufmachen mit Felix und Leonard heute. Wagner Steinofenpizza. Freunde, deliziös. Kauft das. Genau, das ist die Standard-Wagner-Pizza. 5 Euro für die. Oh yeah. Das kostet 4,98. Diese bei Taler. Noch mehr Geld, geiler. Guck mal. Meine Hand, das ist die kleinste Pizza der Welt. Penny ist geldgierig, es verkauft niemals, jetzt Weisheit von FML, kauft niemals bei Penny Schmarrnbek. Also doch, weil Legende, aber... So, packen deine auch gleich hier hin noch. Wir müssen das hier so machen, weil das nicht ganz reinpasst, irgendwie. Scheiße nochmal. Ja. Unmöglich. Wir sollten vielleicht noch ein Backpapier runterlegen. Ich glaube auch, oder? Das auch. Warte. Falls ihr die erste Ausgabe von Kochen mit Felix und Leonard noch nicht gesehen habt, geht mal in den... Ich guck jetzt nach, welcher Blog das war. Und während ich hier mal diesen Taler mit Backpapier aufbereite... Er macht die Taler, ich guck eben, welcher Blog das war. Kurz davor, letzte 28 Tage, Aufrufe, 4008 Aufrufe in den letzten 28 Tagen. Shit, Freunde, ihr randaliert. Freunde, viel zu heftig. Jetzt kurz Felix und Leonard Winnie Storytime. Es gibt bei uns immer Ecken, und zwar unten rechts ist Leos Pizza immer und meine ist oben links immer. Also, ich gehe in die Vlogs. Mach mal auf. Das müsste. Oh shit. Freunde, passt perfekt. Ich glaube, das müsste der zweite Mal eingehen. Freunde, da sieht man die, da sind die jetzt drin, hier im Ofen. Also. Ja, wir gucken mal kurz hier, wie lange müssen die. 230. Freunde, jetzt kleine Empfehlung für euch. Guckt den Shang-Chi-Vlog, das war so ein nicer Film. Shang-Chi geht ins Kino. Also ich bin der Meinung, dass es dieser war, Freunde. Zwei-Tages-Vlog 2021, Comeback nach Minipause. Ich bin der Meinung, der müsste das sein. Wie schon gesagt, falls ihr noch nicht geguckt habt, schaltet auch bei dem mal ein. Ja, das ist er. Komm, Freunde, wir gehen mal kurz rüber. Warte. Ja, du kannst auch erzählen. Hier. Hiermit ist übrigens das Kochen mit Felix und Leonard beendet. Hier. Vorne, hier seht ihr das, da sind wir in der Küche. Warte, der Vlog heißt vor 234 Aufrufe. Zwei-Tages-Vlog 2021. Zwei-Tages-Vlog 2021, Comeback nach Minipause. Da ist er. Was? Schaltet da. Freunde, da haben wir auch was gekocht, und zwar Würstchen und Kartoffelsalat, auch richtig ungesund wie immer. Das ist aber nicht das einzige Ungesunde, was wir heute zu uns nehmen. Denn Fuse Tea und Chips haben wir auch bereit. Aber damit das nicht zu lang wird, würde ich mal sagen, sehen wir uns später oder morgen nochmal. Also ich würde erstmal sagen, wir sehen uns, wenn wir nachher die Pizza verspeisen. Und ja, aber auch nur kurz, Freunde, es ist schon sehr lang, der Vlog. Und dann würde ich mal sagen, melden wir danach die gute Nacht an. Also je nachdem, wenn ich pennen, aber dann gibt es nichts mehr zu berichten. Und dann sehen wir uns morgen. Freunde, wir sind jetzt hier noch irgendwas am Machen. Freunde, wir gehen hier übrigens schon raus. Also nicht weit nach dem Shop. Morgen sehen wir uns auch noch. Pizza. Ich hab's Pizza mal gegessen. Freunde, ja, wir versuchen jetzt noch irgendwie kläglichen Horrorfilm anzuhelfen oder so. Zwei kommt der Shop, danach gehen wir runter. Sonnenfeuer. Wir sind jetzt nochmal draußen. Da ist der noch auf. Man sieht krass Sterne. Das ist nicht normal. Wir gehen jetzt noch aufs Feld, chillen da ein bisschen. Ich glaube, für heute war es das dann aber auch schon. Vielleicht sehen wir uns morgen nochmal, wenn wir dann den Vlog beenden. Ja. Oder vielleicht nochmal kurz was sagen. Und ja, wir sind jetzt nochmal draußen. Also, deine
Info, das ist jetzt nicht mehr Sonntag, also wir haben Samstag, Sonntag gepennt, jetzt haben wir Montag, Freunde. Wir haben es gestern vergessen zu filmen. Wir haben es gestern nicht mehr geschafft zu filmen, aber jetzt natürlich noch. Herzlich willkommen am nächsten Tag, Freunde. Genau, Freunde, wir gehen jetzt noch ins Neubaugebiet. Genau, denn da drehen wir doch Legends. Zum Neubaugebiet, logischerweise. Genau. Und, Freunde, wir hatten euch ja versprochen, noch zu sagen, was in der nächsten Dorf-Battle-Folge oh, kommt. Oh ja, viel zu heftig. Denn die nächste Dorf-Battle-Folge wird nicht 5 Challenges oder 3 haben oder so, sondern genau eine. Und zwar seid ihr dort mit drin involviert. Genau. Deswegen guckt euch die an, wirklich. Es wird richtig nice. Reviewen wir schon, was und wir da machen? Oder? Ja, ja, haben wir gesagt. Und zwar, also, Freunde. Das wird schon Halloween-mäßig. Ihr müsst wissen, das kommt eine Woche vor Halloween. Das ist der Clou, Freunde. Mhm. Und zwar, ich habe mal einen Blick in den Kalender gedingst, geworfen. Und Freitag, der 22.10. Dorf Battle Staffel 1 Folge. Schaltet wirklich ein, denn die Challenge wird, ich announce es jetzt, wir werden dort jeder einen Kürbis schnitzen. Ein viel zu geil. Viel zu geil. Und dann werden wir euch raten lassen in den Kommentaren, welcher genau der krasser ist und wer dann mehr Stimmen hat oder Ratings hat. Der gewinnt dann. Der gewinnt dann und vielleicht ist es auch die Entscheidung. Also genau, schaltet ein. Sein, dass das die Entscheidung ist. Die Bestrafung müssen wir uns noch ausdenken. Genau, die Bestrafung, ich denke mal, das Video zur Bestrafung werden wir heute ebenfalls schon drehen. Das werdet ihr dann aber im Brand aktuell sehen. Ist so, Freunde. Und ja, dann bis dann. Ja. Das war's mit dem Vlog. Liked, Freude. Abonniert. Was ihr wissen müsst. Die Halloween-Woche steht jetzt nochmal bevor. Ich denke mal, ihr seht den Vlog hier. Ich denke mal, der 14. Ja, hey Gott. Wann kommt der Vlog online? Keine Ahnung, irgendwann die Woche jetzt hier. Ja, dann laden wir den mal am 14. hoch. Morgen ist es soweit. Das Dorf-Crossover wird offiziell revealed. Es ist zu krass. Ich glaube, um 20.15 Uhr ist die Premiere, Freunde. Kommt rein. Wir sind auch in der Premiere, Freunde. Zu kommt krass, da rein. Zu krass. Kommt auf jeden Fall in die Premiere vom Dorf-Crossover Reveal. Denn das ist ein krankes Event. Und ja, Freunde, schaltet beim Neubaugebiet ein, guckt die Halloween-Woche und ja, genau, das war's dann auch. Haut rein. Bis dann, Freunde. Tschüss. 'Geh bitte zu Lumu. Katalunja. Friesleo. Pizza Pasta mit Katalunja bei Lumu ändern. Mach mal eine Mitkunde.